Hallo und herzlich willkommen zu Anno 1800 mit mir, Okanoxon. Diesmal im Multiplayer mit Michael. Hallo. Ja, und wie ihr seht, ich hab mich schon drüber gefreut. Ich habe einen einfach zu verteidigenden Hafenbereich. Ja, und ich denke, ich lege jetzt auch mal los mit dem klassischen Anno 1800 Vorgabe. Indem ich einfach mal Bevölkerung baue und sobald ich ein bisschen was habe an Bevölkerung, werde ich auch noch die Holzproduktion anwerfen. Die Siedlung baue ich, wie ihr es von mir kennt. Und zwar einfach mit 6 Häuserblocks. Ich finde, das passt ganz gut. Da brauche ich 5 und 15. Ich kann ja schon mal. Ah, du baust das ja so wie ich. Oder so ähnlich auf jeden Fall. Ja, ich kann mal zu dir rüberkommen. Na, ich habe es einfach bei einem anderen YouTuber gesehen. Ah, du machst mit Blaupausen. Nee. Weil bei dir seht, ich sehe nur, wenn du deinen 6er Block komplett gesetzt hast. Ja, das kann man auch so. Einfach wenn du Shift. Die linke Maustaste gedrückt hältst. Kann man mehrere Gebäude bauen. Ach so. Danke für den Tipp. Ich habe bisher auch immer Einzel gebaut und das hat manchmal zu ein bisschen zu Ärger geführt. Ja, wird später auch ein bisschen stressig, wenn du alles alleine baust. Ja. Die Inseln sind ja riesig. Ich hab's so eingestellt. Ja, ich weiß schon, aber in meinen Spielen sind die gefühlt immer kleiner. Und wir können ja auch die Produktion so auslegen, dass du zum Beispiel mehr auf Fisch gehst, ich mehr auf Schnaps und so weiter. Wir können uns dann gegenseitig beliefern. Können wir machen. Dafür brauchen wir aber erstmal Handelsrechte. Ich habe mal angefragt. Ich habe das Spiel mal etwas beschleunigt. Kann man das überhaupt beschleunigen im Multiplayer? Nee, geht nicht. Naja, ich seh's. Naja. Ja. Du kannst nur die Tageszeit ändern. Aber das bringt nichts. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ja, ich habe jetzt ein Dorf und kann. Ich glaube, es ist Zeit dafür, dass ich Oh, dann hatte ich vorher also gar keinen Weg zum Fischen. Aha. Das kann passieren.
Ich hatte meinen ersten Fischer, der hatte jetzt zuerst gar keinen Fisch drauf. Weil kein Weg da war. Ja, ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht warum, vergessen den Weg zu bauen. Irgendwas fehlt immer. Was führt sie zu uns? So, jetzt baue ich noch. Ah, ich habe zu wenig Holz. Mal schauen, habe ich auf dem Schiff. Ja, ich habe auf dem Schiff noch etwas. Naja, das habe ich auch schon benutzt. Sind unterwegs. Und hast du ja schon das mit dem Produktionszyklus angeschaut? Was meinst du denn genau? Na, dass manche Sachen, zum Beispiel bei der Schnapsproduktion, der Kartoffelhof braucht 30 Sekunden, bis er was gebaut hat. Und die Schnapsbrennerei auch 30. Man muss immer bereit zu sein. Ja, schaue ich mir immer an. Ja, und dann musst du einfach schauen, dass es in etwa 1 zu 1 ist. Ich habe nicht mehr so viel Fisch. Mal schauen, habe ich hier noch. Wie viele Bewohner hast du? Genau 291. Ja, ich habe erst 204 Bauern. Hast du schon Handarbeiter? Arbeiter habe ich noch lange nicht. Das dauert ein bisschen. Ja, da gebe ich dir recht. Das war wohl eine Touristin, die gerade gesagt hat, ich glaube, wir haben jetzt alles gesehen.
So, ich habe meine Stadt ein wenig verschönert bei meiner, wie heißt es, bei meinem Wirtshaus. Ich komme mal zu deiner Insel rüber. Oh, du hast eine riesige Stadt geplant. Ja, geplant, aber gebaut ist noch nichts davon. Ja, das verstehe ich irgendwie. Deine Holzproduktion, du hast eine vierfache Holzproduktion, das ist gut. Und eine doppelte oder bald mal vierfache. Das sind auch Schafhütten, oder? Ja, Schäferei und Weberei für die Kleidung. Ja. Und hier hinten drei Kartoffelfarmen, kommt da noch eine vierte hin? Ja, da kommt noch. Aber brauche ich jetzt noch nicht. Ich komme da auch noch dann zwei Schnapsbrennereien dazu. Zum Glück braucht man bei der Schäferei nicht wahnsinnig viele Felder oder so zu setzen. Es sind nur drei Module. So, und dann bauen wir noch was für den Schnaps. Auch die Schnapsproduktion will ausgebaut sein. Die Bevölkerung ist schließlich unglaublich durstig. Habe ich festgestellt im Singleplayer. Ich hatte ja. Besonders beim Bier nachher kochen die echt literweise. Ja, fässerweise würde ich sagen. Ich habe jetzt 20 Kartoffeln habe ich erhalten, einfach so. Jetzt kann ich natürlich meine Schnapsproduktion anwerfen. Hast du auch gerade einen Auftrag erhalten? Nee, gerade nicht. Ah, ich habe aber eben die Nutztiere vergessen, die ich noch holen sollte. Ah, irgendwo in der Stadt. Das könnte spaßig sein. Schadensverlangsamung um minus 50%. Wo bist du? Wo ich bin? Auf meiner Insel. Aber wieso Schadensverlangsamung? Habe ich gerade bekommen von so einer Mission. Okay. Deine Bewohner bieten dir ja manchmal so Aufgaben an und da bekommst du Items raus. Ich habe keine Items erhalten, aber 20 Kartoffeln. So geht's auch. Oh, mir fehlen Arbeiter. Ja, mir auch. Aber ich habe meine Holzproduktion ein bisschen hoch, wenn du nachschauen möchtest, ich habe sie ein bisschen hochgeschraubt. Ja, muss ich jetzt auch machen. Na, deine ist schon stärker als meine. Aber ich bin auch ziemlich gemütlicher Zeitgenosse. Was das angeht.
Ja, die Kartoffeln waren aber schnell weg. Gefräßige Burger hast du. Ja, sehe ich genauso. Erstmal auspeitschen. Nee. So auch wieder nicht. Aber wenn man wenigstens die Steuern einstellen könnte oder so ähnlich. Oh, meine ersten Bewohner können aufsteigen. Ich glaube, das lasse ich vorerst noch. Weißt du schon, wie lange wir schon am Spielen sind? Seit 4. nach etwa, oder? 20 nach? Ja, ungefähr, ja. Na gut, dann wäre das schon fast die erste Folge. Sagen wir in 4 Minuten? Ja, wenn du mich nochmal dran erinnerst. Ich habe keine Uhr bei mir in der Nähe. Na, ich habe keine Uhr bei der Aufnahme selbst, die mir anzeigt, wie viele Minuten, weil ich nehme über NVIDIA GeForce Experience auf. Glücklicherweise habe ich das Ganze so eingestellt, dass ich auch genügend Geld am Anfang habe, weil ich habe jetzt ein bisschen ein Minus und auch nicht genügend und auch nicht ausreichend Bewohner. Wie viel Geld hast du denn so? Also jetzt habe ich knapp 64.500. Ja, hast du mehr Geld als ich? Wie viel hast du? 60.100. Na, wenn du was abreißt, bekommst du außer beim Weg die volle Rückerstattung. Zumindest die Baukosten, den Preis vielleicht nicht, aber... Das habe ich zumindest so eingestellt. Momentan gibt es noch keinen Grund, irgendwas abzureißen bei mir. Ja, bei mir auch nicht. Aber was du machen kannst, wenn es dir zu viel wird, du kannst einzelne Gebäude pausieren. Es kostet dich dann weniger Geld pro Tick. Also es ist ganz ausgeschaltet. Naja. So, jetzt habe ich bald mal 60 plus bei den Arbeitskräften. Schnaps geht nach oben, Kleider ganz langsam. Oder kann ich einen Mindestlagerbestand einstellen? Naja. Das tut mir auch nicht gerade unbedingt. Kommt mir auch nicht unbedingt gerade entgegen. Weil jetzt habe ich zur Zeit. Muss ich erst was für die Bevölkerung haben. Und Fisch habe ich. Also wenn du irgendwas brauchst? Momentan noch nicht. Außer du kannst mir Wurst anbieten. Ah, du bist schon oben. Ja, aber... Ah, ich sehe es. Ja, wenn ich kein Holz habe, kann ich auch nicht weitermachen. Ja gut, Holz ist bei mir auch eher Mangelware. Da muss ich auch halt auf Produktion gehen.
So, jetzt dann gleich die erste Folge fertig. Ich würde sagen, ich schaue noch mal kurz auf deine Insel. Zeig sie den Leuten. Oh, du hast zweimal, glaube ich, bereits die Lehmproduktion angesetzt. Allerdings fehlt dir Holz für ein weiteres Markthaupthaus. Und die Feuerwehr ist auch sehr wichtig. Ja. Wenn du Holz brauchst, ich habe zurzeit 20 Tonnen. Ich kann dir vielleicht 10 schicken, nachher noch. Ja, ich kann schon mal einschalten. Aber eigentlich passt das, ich habe gerade auch wieder 10. Ach so, okay. Gut, dann. Ich hoffe, es hat euch als Zuschauern gefallen. Es war jetzt nicht so wahnsinnig viel los, aber es ist auch die erste Folge. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch ein Like da. Und ansonsten bis zur nächsten Folge mit Anno 1800 im Multiplayer. Bis dann!